Assalamu alaikum und herzlich willkommen zum Wort zum Freitag. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus haben wir uns vorgenommen, eine ganz wichtige Botschaft mit Ihnen allen zu teilen. Eine Botschaft der gelebten Solidarität und des aktiven Zusammenhalts im Angesicht von unterschiedlichen Formen von Rassismus. Also hören Sie den folgenden Experten und Expertinnen bitte ganz genau zu, denn sie haben Wichtiges zu berichten. Jahr für Jahr dokumentiert ZARA im Rassismusreport rassistische Vorfälle und Strukturen in Österreich. Der nächste Rassismusreport wird am 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, veröffentlicht. Die Zahl der gemeldeten Fälle zeigt aber nur die Spitze des Eisbergs, denn Rassismus steckt im System, im politischen und gesellschaftlichen System. Das bekommen einige Menschen leider tagtäglich zu spüren. Nur wer nicht direkt von Rassismus betroffen ist, glaubt, Rassismus ist in Österreich eine Ausnahme. Wir wollen Rassismus gemeinsam aufbrechen. Deswegen wendet euch bei rassistischen Vorfällen an die ZARA Beratungsstelle gegen Rassismus. Schaut hin, wenn in eurem Umfeld etwas Rassistisches passiert und lasst uns gemeinsam Zivilcourage zeigen. Durch den offenen Dialog schaffen wir in diesem Projekt Brücken, können vorzeitig Vorurteile entgegentreten und aktiv gegen Rassismus und Antisemitismus vorgehen. Das allererste, das man realisieren muss, um Hass zu bekämpfen, ist, dass wir Menschen uns nicht als fremd ansehen dürfen. Ja, wir haben alle unsere Unterschiede, aber wir leben alle zusammen in dieser Welt und sind im selben Team mit demselben Ziel, die Welt zu verbessern. Ob schwarze Menschen, Musliminnen, Romnias, Jüdinnen oder People of Color, wir erleben alle auf anderen Ebenen dasselbe. Rassismus. Ob es am Arbeitsmarkt ist, am Bildungsweg, im normalen Alltag, der zur Hölle werden kann, weil man ganz einfach ist, was man ist. An dieser Stelle glauben manche, sie stehen alleine gegen eine rassistische Gesellschaft und fühlen sich oft überfordert. Heute sagen wir gemeinsam Nein. Wir alle müssen gegen diese rassistische Gesellschaft aufstehen. Lasst uns aus diesem Grund die Ersten sein, die einander unterstützen. Bucht zum Beispiel euren kritischen Bekannten einen Rassismus-Workshop bei ZARA oder bei der Doku-Stelle oder überzeugt eure Freundinnen, das Black Voices Volksbegehren endlich zu unterschreiben. Nur gemeinsam kommt die Antirassismusarbeit schneller, besser und stärker voran. Ein großer Meilenstein für eine gerechtere Gesellschaft ist die Anerkennung des Phänomens antimuslimischer Rassismus. Das Erkennen, sich dessen bewusst zu werden und das Benennen des Problems ermöglicht uns präventiv gegen diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, nämlich antimuslimischen Rassismus, vorzugehen. Wir alle können unseren Beitrag leisten. Ein erster und wichtiger Schritt hierbei ist den Betroffenen, wenn sie über ihre Rassismuserfahrungen berichten, zuzuhören. Zweitens, Rassismuserfahrungen unbedingt melden, sowohl als Betroffene als auch Zeugin ist es wichtig, dass wir jeden Fall dokumentieren. Speziell als Zeugin, Betroffenen bei einem rassistischen Vorfall zur Seite zu stehen, ist besonders wichtig. Unterstützen kannst du ebenso monetär. Viele Grassroot-Organisationen sind auf Spenden angewiesen, da diese Arbeit von ehrenamtlichen Heldinnen getragen wird. Die Nachhaltigkeit dieser Arbeit kann nur durch finanziellen Support gewährleistet werden. Last but not least, sei wachsam, sei laut, nehme dir den Raum und melde deine Fälle. An alle Nicht-Betroffene, sei ein aktiver und solidarischer Ally im Kampf gegen antimuslimischen Rassismus. Rassismus ist leider Teil des Alltags vieler Menschen und durch seine tiefe Verwurzelung in vielen Ebenen der Gesellschaft braucht es sehr viel Kraft, um nachhaltig dagegen vorzugehen. Und um diese Kraft aufbringen zu können, ist es wichtig, dass alle Menschen, die sich aktiv gegen Rassismus einbringen wollen, gemeinsam agieren und sich gegenseitig dabei unterstützen, damit wir alle in eine bessere Zukunft schreiten. In diesem Sinne einen gesegneten Freitag.